Holla und Servus und Grüß Gott, wir spielen wieder WoW. Zack, 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 zack. Und machen hier gleich mal weiter mit der großen, großen Jagd. Ich habe keinen. Zack. Wer die Regeln wissen will, guckt einfach unten in die Beschreibung rein. Ah, haben wir die Quest schon wieder fertig? Ich muss näher ran. Flops. Sehr schön. Also hier können wir uns wirklich austoben. Das gefällt mir. Und was mir auch sehr gefällt ist... Ach, ich freue mich so richtig... Ich brauche ein Ziel. Auf alles gerade. Irgendwie. Ich habe mir vor mit dem... Ich habe so viele Sachen im Kopf, was ich mit dem Char machen kann. Also wirklich... Ich bin da hart am Überlegen, ob ich nicht, wenn der Char fertig ist, zurückgehe in die alte Welt, da alles durchqueste, die Fraktionen komplett alle mache. Und auch das so ein Zeug, einfach nur, damit ich mal so ein bisschen Zeugs mache. Aber das ist auch so, oh, das ist so langweilig, glaube ich. Ja, die Sandwirbel, die Staubwirbel. Ist bei dir auch was? Nö. So, reden wir mal mit dem da. Oh, da muss ich aufpassen, gell? Den darf ich, glaube ich, den darf ich nicht töten. Den darf ich nicht töten. So, haben wir wieder eine Perle. Die heben wir auf. Jo! Nagrand Essen jagt Oger. Hallo Bock. So. So. Danke Brock. Was für eine Hilfe, Brock? So, dann würde ich sagen, Wollhufjagd, ja, haben wir gleich erledigt. Einen brauchen wir noch. Einen großen Ding brauchen wir noch. The Crowd nehmen wir auch wieder mit. Da haben wir das auch dann bald. Ah, Leute, ich freue mich schon wieder. Ich freue mich zwar nicht aufs Angeln, aber es macht gerade ziemlich viel Spaß. So, da fliegen wir einfach mal hier so drüber, dann sind die da. Da sind, glaube ich, die Vögelchen, die sind hier. Braut nehmen wir wieder mit. Teufelslotus, yay! Da haben wir den letzten. Ich brauche ein Ziel. Ich hab mal Teufelslotus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ja. Sternlichtrose. Wie heißt denn... Wie heißt denn... Penisschwefel Teufelswurz. Teufelswurz war das, genau. War kein Lotus, sondern ein Wurz. Wo seid ihr, Vögelein? Vögelein? Ne, hör ich auf, komm. Bevor ich das so blöd rumtue. Aber wo sind sie denn? Da sind sie. Hier sind sie. Ah. Zack. So. Ziel. Zack, was haben wir hier? Traumwinde, Hunwunst. Ah, nee. Die ist da unten, da müsste ich jetzt runterfliegen. Da bin ich dann schon zu faul. Ich muss hier rein. Oh, mit 70. Ich bin da freue ich mich dann schon richtig. Ich weiß nicht, ich werde das Gold nicht zusammenbekommen mit 70. Das ist zu weit entfernt. Glaube ich. So. Ich muss näher hin. Zack. Zu weit entfernt. Ich hoffe halt nur. Also, was ich hoffe, ja. Was mich wieder zurückwerfen könnte, ist Archäologie. Wenn ich jetzt da ins Schergrad muss.
oder Schattenmontal. Dann muss ich das durchquesten. Wobei ich dann eher ins Schattenmontal gleich gehen würde, weil da wäre ein Reitlehrer. Ich brauche ein Ziel. So viel wie ich noch weiß, ist da ein Reitlehrer und der war gar nicht mehr so kacke. So, was muss ich jetzt da machen? Das haben wir. Das. Augapfel eines Berghorns, fehlerloser Schnabel eines großen Wildrocks und dran eines gealterten Grollhufs. Okay. Gealterte Grollhüfe, Windrock und Berggron. Berggron, die Berggrons sind hier so. Grollhuf Bulle, Grollhuf Kalb, Grollhuf Gürmischdingens. Hier rennt der Durn rum. Grollhuf Bulle. Das wäre das hier. Achso, hier sind die gealterten Grollhüfchen. Ah ja. So. Ich habe kein Ziel. Nö, nix. Ihr müsst auch irgendwo der Durn Nimmersatt rumrennen. Einer von Gruls Söhnen. Durn der Nimmersatte. War damals eine Elite-Quest für 5 Spieler. 5 bis 4 Spieler war relativ. Ja, das war. Wie soll man sagen? Der war nicht einfach, der Dude. Also. Ist mittlerweile nicht mehr Sohn von Ghoul. Kristallfragment. Okay. Ist mittlerweile gar nicht mehr Elite. Das ist ja lachhaft. Dann machen wir die noch. Na komm. Dann haben wir das wenigstens. Hier geht's. Hier wäre das Konsortium. Da könnte man dann auch mal hin. Ich glaube, da wäre man dann sowieso irgendwann mal hingeschickt. Deswegen lassen wir das. Naja, komm her. Ein paar Kräuterlis soll ich dann schon mal mitnehmen. Ja, Ahnengrund. Da ist hier der Ahnengrund. Hier. Das ist ungefähr hier und das stimmt überein. Und da gibt es auch einen Ahnengrund. Man muss ja immer mal überprüfen, ja, ob Blizzard hier was sich halt also alles leicht verschoben hat und so. Das ist wichtig. Was soll ich jetzt hier einsammeln? Berggron. Hier ist kein Berggron. Das weiß ich. Also hier dürfte... Doch, tatsächlich, hier läuft ein Berggron rum. Sind die nicht weiter oben am Berg? Die waren auch Elite. Aber nicht so stark. Und fehlerlose Schnabel eines großen Windrocks. Den holen wir auch noch. Und dann geben wir hier die ab. Die. Sehr schön. Es geht voran. Da. Gibt es eigentlich noch den Erfolg? Quests, so allgemein Quests. Ne, 5000 tägliche Quests. 3000 Quests ab. 100 Quests. 250 Quests müsste ich eigentlich auch haben. 500 Quests, 1000 Quests. So. Ich muss näher ran. Hallo. Ich habe kein Ziel. Dankeschön. Zack. So machen wir das.
Schön, das gefällt mir gerade sehr. Also hier zu questen, das war eine gute Idee, wie ich finde. Macht nämlich gerade Fun. Und außerdem habe ich mir dann hier das Gebiet, die Gebiete hier quasi freigespielt, alle. Wenn ich das hier durch habe. Dann kann ich hier rumwandern, kann ich hier Archäologie machen, hier Archäologie. Und ich hoffe so sehr, dass das dann alles passt. Boah, ich hoffe so sehr. Wie sind wir denn gerade bei Archäologie? 315. Yeah, 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 yeah. So viele Sachen haben wir gar nicht hergestellt. Hier die Quest können wir dann auch mal nochmal machen, irgendwann. Hero? Achso, Heroes of the Storm. Wahrscheinlich. Ist Hero. Ich freue mich halt wirklich, wenn wir die 5000 Gold zusammenbekommen. Das wären jetzt noch 112 Gold. Ja, und bin ganz ehrlich, die sollten wir zusammenbekommen. Es gibt hier Fische, die kosten beim Händler ein Gold. Ja. Und wenn wir halt ein bisschen angeln, bevor wir dann weitermachen. Zack. Was wollt ihr, Fremder? Zack, zack, zack. Nun annehmen. Ja. Was? Ihr werdet zurückkommen. Ein schlechter. Machen wir die zwei Quests gleich hier noch, die und die hier. Einfach weil sie gerade in der Nähe sind und wir nicht mehr so viel Zeit haben. Hier, diese Dinge, habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was das ist? Das ist Luft, Luftpartikel. Da gibt es in Zangamarschen Wasserpartikel, Lebenspartikel, die schweben hier überall rum. Und. Ich bin auch. Die hat man damals als Ingenieur, hat man sich ein Gerät bauen können, um die Sachen quasi aus der Luft zu filtern, und hat man dann diese Partikel bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Gerät noch gibt. Ich glaube, das gab es nämlich auch noch eine Zeit lang in Dingens. Basteln. Tana. Stücke. Lick. Reagenzien. Doppelte Ingenieurskunst. Verschiedenes wahrscheinlich eher. Achso, Dimensionsfetzer ist jetzt ein Spielzeug. Extrem sicherer Transporter. Ja, gab's auch. Hier. Extrahiert das Gas aus einer nebengefügten Gaswolke. Zeigt die Position aller nahen Gaswolken auf der Minikarte an, solange sich die Partikel extra noch im Tab befindet. Das Ding. Oh yeah. Und das war gar nicht mehr so schlecht, weil du konntest dir damals... Das war, Ingenieur war damals wirklich kein scheiß Beruf, ja? Also Ingenieur hast du damals Geld verdienen können, indem du gute Munition hergestellt hast für Jäger, und du konntest extrem leicht so Sachen eben auch farmen. Weil so Gaswolken, die schweben wirklich überall rum. Du hast dann schon eine Menge rausbekommen aus dem Zeug. Und ja, ich muss, und dann haben sie die Munition abgeschafft, und mittlerweile ist Ingenieurskunst nur noch zum Spielzweck machen da. Und das ist ja lächerlich. Ich bin außer Reichweite. Stellen wir die noch hin? Jawohl. So, und ich sage jetzt ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!